Hey Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen und jetzt hier auch durch den Sticker. Ich habe mir einen neuen Akku bestellt. Na gut, Akku würde ich das jetzt nicht nennen, nennen es auch die wenigsten, sondern eine Powerbank und zwar von Anker. Anker finde ich eigentlich ziemlich gut von der Powerbank her. Ich kenne viele Leute und auch im nahen Umfeld, die schon eine Anker Powerbank sehr viele Jahre haben und die eigentlich kaum nachlässt, so von der Leistung her. Und da dachte ich mir mal, ich habe selber keine Powerbank, muss ich zugeben, nur mal so billig Powerbanks hatte ich immer gehabt. Da habe ich mir selber eine bestellt. Und hier ist sie angekommen. Ich glaube, Anker Powerbank 325 oder so heißt die. Das ist das kleinere Modell. Das gibt es einmal mit 10.000 mAh und einmal mit 20.000 mAh. Ich habe die jetzt mit 10.000 mAh. Und die kann, glaube ich, so dreimal oder so das iPhone aufladen. Eineinhalbmal das iPad und so weiter. Hier seht ihr auch, die unterstützt Fast Charging. Ihr habt 18 Monate Garantie. Und ja, dann wollen wir die einmal öffnen. Hier ist noch der Spruch: Charge fast, live more. Und open. Einmal den Sticker abfummeln hier. Zack, zack. Und dann sehen wir einmal rechts, denke ich mal, die Powerbank. Die legen wir einmal hier hin. Und haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Aber auch immer so viel Plastik hier. Zufrieden? Ja, das weiß ich immer erst, nachdem ich die getestet habe. Ja, diverse Hotlines können weg. Und dann haben wir hier noch Bedienungsanleitungskram. Und das verbirgt sich hier in dem Karton noch. Ich denke mal Ladekabel und so. Einmal hier. Und sogar noch eine Tasche für die Powerbank. Hier haben wir ein Micro-USB-Kabel. Ich meine aber gesehen zu haben, dass die auch einen USB-C-Port hat. Das sehen wir jetzt einmal. Ja, einmal Micro-USB und einmal USB-C. Ich frage mich dann nur, warum die dann ein Micro-USB-Kabel dabei gegeben haben und kein USB-C-Kabel. Vielleicht wollten sie sich die paar Cent sparen. Und ja, das ist die Powerbank zusammen mit der Tasche. Eigentlich eine solide Powerbank. Ich habe jetzt 20 Euro bezahlt, 22 Euro oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die komplett leer ist. Die zeigt auf jeden Fall einen Punkt an. Also ich denke mal, die ist nicht komplett leer. Aber ja, die hat auch schon ein ordentliches Gewicht. Dann kann man die hier ganz nett in die Tasche packen. Und denke ich mal, eine solide Powerbank. Ja, können wir auch einmal testen. Ich lade die einmal auf. Das war es jetzt hier vom Auspacken der Powerbank und Einrichten. Ja, 10.000 mAh sollten ordentlich reichen. Ich werde die jetzt jeden Tag im Alltag benutzen. Passt ja gut in jede Tasche. Das soll es jetzt von dem Video gewesen sein. Wenn ihr die Powerbank sucht, unten ist der Link in der Beschreibung zu der Powerbank. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich werde jetzt zwar noch was testen, aber aus meinem Umfeld habe ich nur Positives gehört. Also kann ich die eigentlich auch sehr gut weiterempfehlen. Ja. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.